Ich begrüße Sie zur Vorstellung der MDR-Version 8.7.1. Mein Name ist Matthias Gekeler. Bei ETAS bin ich der für den MDR zuständige Produktmanager. In diesem Video geht es um die hier aufgeführten Themen. In der Beschreibung unterhalb des Videos finden Sie die zugehörigen Einsprungmarken. Beginnen möchte ich mit einigen Verbesserungen für das Oszilloskop. Zur besseren Unterstützung beim Vergleichen von Messdateien lässt sich seit einigen Versionen pro Messdatei eine einheitliche Farbe definieren. Eine Erweiterung in der aktuellen Version erlaubt zudem, für alle Signale aus einer Datei die Signalkurven mit lediglich zwei Klicks auszublenden. Die Signale bleiben in der Signalliste des Oszilloskops erhalten und es werden dort auch Ihre Cursorwerte angezeigt. Eine kleine Anpassung betrifft das Zoom-Verhalten. Bisher hat sich durch die erste Bewegungsrichtung der Maus entschieden, ob in X- oder Y-Richtung gezoomt wird. Seit MDR-Version 8.7.1 wird für den Ausgangspunkt der Mausbewegung ein Fadenkreuz angezeigt und der größere horizontale oder vertikale Abstand zur aktuellen Mausposition entscheidet über die Zoom-Richtung. So können Sie einfach zwischen einem Zoom auf die Zeitachse oder die Werteachse wechseln. Apropos Werteachse. Für diese wurde der Algorithmus zur Anzeige der Zahlenwerte an den Skalenstrichen verbessert. Die Nachkommastellen werden automatisch angepasst, sodass benachbarte Skalenwerte stets unterscheidbar sind. Dies gilt sowohl für die Anzeige in normaler Schreibweise als auch für Achswerte in exponentieller Schreibweise. Die Nachkommastellen werden auch dynamisch angepasst, wenn der Achsbereich vergrößert wird, also weniger Nachkommastellen notwendig sind. Ferner gibt es eine kleine Erweiterung bei der genauen Definition der Achswerte. Im Eigenschaftenfenster für die Achsen können Sie den angezeigten Wertebereich exakt festlegen. Hierbei wird sowohl die Eingabe in Form gewöhnlicher Zahlen als auch in exponentieller Schreibweise unterstützt. Als kleine Verbesserung wurde außerdem das Anzeigeverhalten für den kleinsten und den größten Achswert angepasst. Solange der zugehörige Achsstrich sichtbar ist, werden nun immer vollständig sichtbare Zahlen angezeigt. Bei der letzten Erweiterung für das Oszilloskop geht es um die Behandlung von Pausen im Signalverlauf. Um Pausen deutlich zu erkennen, werden schon seit längerem vertikale Striche sowie das Pausensymbol an der Zeitachse angezeigt. Neu ist nun, dass der Signalverlauf zwischen den beiden Strichen für Pausenbeginn und Pausenende klar unterbrochen ist. Analog zum Verhalten zu Beginn einer Aufzeichnung wird die Signalkurve nach der Pause ebenfalls erst wieder ab dem ersten Messwert gezeichnet. Gleiches gilt für die Anzeige von Signalwerten am Cursor. Und dieses Verhalten ist unabhängig davon, ob Sie dem Oszilloskop das Pausensignal hinzufügen oder nicht. Die Unterbrechung der Signalkurve und die fehlenden Signalwerte sind grundsätzlich für den Zeitbereich einer Pause zu beobachten. Bitte beachten Sie, dass die Lücke für die Pause nicht der tatsächlichen Pausendauer entspricht. In INCA ist die in der Messdatei sichtbare Unterbrechung für die Pause einstellbar. Sie beträgt in der Regel genau eine Sekunde, unabhängig von der tatsächlichen Pausendauer. Als nächstes geht es um eine kleine Erweiterung zur einfachen Dokumentation, wozu eine Ebene gedacht ist. Konfigurationen enthalten oft zahlreiche Ebenen, die, um Platz zu sparen, gerne kryptische Namen tragen. Um besser dokumentieren zu können, wofür eine Ebene gedacht ist, kann nun jeder Ebene noch ein Kommentar angefügt werden. Hierfür braucht lediglich im Infocenter der entsprechende Text eingegeben zu werden. Sobald es für eine Ebene einen Kommentar gibt, erscheint ein entsprechendes Icon an der Ebene selbst und im Konfigurationsmanager. Der Kommentar wird auch im Tooltip zum Icon angezeigt. Schon seit einigen Versionen kann auch der Konfiguration insgesamt eine Beschreibung hinzugefügt werden. Auch dies ist nun durch ein Icon im Konfigurationsmanager sowie im Dateiexplorer deutlich zu erkennen.
Erwähnenswert ist noch, dass der Kommentar an der Ebene auch beim Kopieren und Einfügen übernommen wird. Dies gilt auch beim Einfügen in eine andere Konfiguration. Somit lassen sich einfach und gut erkennbar beschreibende Zusatzinformationen übergeben. Im folgenden Abschnitt demonstriere ich Ihnen, wie sich Instrumente zwischen Konfigurationen austauschen und flexibel wiederverwenden lassen. Nehmen wir an, Sie haben sich in einer Konfiguration ein Oszilloskop mit Signalen angelegt. Dieses Instrument kopieren Sie, um es anschließend in einer anderen Konfiguration wieder einzufügen. Allerdings gibt es in der Zielkonfiguration zwei Messdateien. In einem neuen Dialog können Sie ab MDA Version 8.7.1 festlegen, aus welcher der beiden Dateien die Signale des kopierten Instruments angezeigt werden sollen. Sofern Sie auch noch eine Kopie mit den Signalen aus der anderen Messdatei erstellen wollen, wiederholen Sie den Einfügevorgang und wählen dann die andere Messdatei aus. Auch das Kopieren von Instrumenten mit Signalen aus verschiedenen Messdateien ist möglich. Wiederum erscheint beim Einfügen der Dialog zum Festlegen, wie die Messdateien ausgetauscht werden sollen. Mein Beispiel enthält bewusst nur eine Messdatei in der Zielkonfiguration. Somit kann eine der ursprünglichen Messdateien nicht zugewiesen werden. Wie sich dies auswirkt, sehen wir gleich noch. Zunächst sei noch darauf hingewiesen, dass es auch bei dieser Art des Austauschens von Messdateien möglich sein kann, dass der Dialog zur Gerätezuordnung notwendig ist und daher erscheint. Einzelheiten, wie dieser Dialog zu bedienen ist, habe ich bereits im Video zu MDA Version 8.6.5 und 8.6.6 vorgestellt. Letztlich haben Sie in beiden Dialogen MDA alle notwendigen Informationen gegeben, sodass die Signale in den eingefügten Instrumenten aus der vorhandenen Messdatei ausgewählt werden können. Wie erwähnt, enthält meine Zielkonfiguration aber nicht die notwendige Anzahl an Messdateien. Die Signale, die sich auf diese fehlende Messdatei beziehen, verbleiben daher im No-Match-Zustand. Aber auch dies kann genutzt werden. Einerseits können Sie im Datei-Explorer den Platzhalter für die fehlende Messdatei durch eine neue Messdatei ersetzen. Oder Sie wollen in der Zielkonfiguration ganz bewusst nur Signale aus einer Datei auswerten. Dann brauchen Sie nur noch die überflüssigen No-Match-Signale der fehlenden Messdatei aus der Konfiguration zu entfernen. Somit hilft Ihnen diese neue Funktionalität, um Instrumente deutlich flexibler zwischen Konfigurationen auszutauschen. Nun geht es um das Add-on zur Unterstützung von Canvas Trace-Dateien. Seit einiger Zeit lassen sich bereits Canvas-Trace-Dateien in Kombination mit einer Beschreibungsdatei in MDA einlesen. Dadurch werden die in der Trace-Datei vorhandenen Signale interpretiert und die resultierenden Signale können wie Signale aus einer gewöhnlichen Messdatei genutzt werden. Neben Dateien im BLF-Format werden mit MDA Version 8.7.1 auch Trace-Dateien im ASC-Format unterstützt. Zudem erlaubt der überarbeitete Dialog auch, dass lediglich Trace-Dateien eingelesen werden können, also ohne Auswahl einer Beschreibungsdatei. Im Variablen-Explorer werden für die reinen Trace-Dateien drei grundlegende Signale aufgeführt. Diese lassen sich in einer Tabelle anzeigen. Für jeden Zeitstempel werden die Bus-ID, die Frame-ID sowie die Payload angezeigt. Um in der aktuellen Version eine bestimmte Botschaft zu verfolgen, gibt es folgende Möglichkeit. Für die entsprechende Frame-ID legt man sich ein berechnetes Signal an. Dieses wird der Eventliste hinzugefügt. Nachdem die Synchronisation der Instrumente aktiviert ist, kann man in der Eventliste leicht von einer Botschaft mit der betreffenden Frame-ID zur nächsten wechseln.
Dementsprechend folgt die Anzeige in der Tabelle. Auch in den kommenden MDR-Versionen wird es Erweiterungen für die Unterstützung von CAN-Bus-Trace-Dateien geben. Auch für die Batterieinstrumente gibt es neue Anpassungsmöglichkeiten. Alle sogenannten Batterieinstrumente weisen oben eine Übersicht von zusammenfassenden Werten auf. Um diese anzupassen, wurde das Eigenschaftenfenster erweitert. Auf dem zweiten Reiter sind alle unterstützten Einträge aufgeführt. Für diese lassen sich einige Dinge anpassen. Das sind zunächst die Nachkommastellen der Werteangaben. Wie zu sehen ist, wird jede Änderung direkt übernommen. Weiterhin kann der anzuzeigende Text eingegeben werden. Und es lässt sich einstellen, ob ein Eintrag überhaupt angezeigt werden soll. Die zuletzt vorgenommenen Änderungen dienen auch als Vorgabe für neu erstellte Instrumente. Bestehende Instrumente hingegen bleiben unverändert. Für das Tabelleninstrument wurden noch drei weitere Ergänzungen vorgenommen. So wird die Zellspannung jetzt auch grafisch angezeigt. Die Reihenfolge der Spalten lässt sich anpassen und Spalten können ausgeblendet werden. Wiederum werden auch diese Einstellungen als Vorgabe für Tabelleninstrumente, die neu angelegt werden, genutzt. Schließlich möchte ich noch zwei kleinere Erweiterungen ansprechen. Aus Ihren Rückmeldungen zum Device Mapping Dialog konnten wir einen weiteren Fall ableiten, bei dem das bisherige Verhalten nicht ausreichend war. Bei den Aufzeichnungen mit Inca wird unter bestimmten Umständen der Eintrag für die ECU mit dem Label Inca belegt. Dies hängt damit zusammen, ob das Signal in einem einzigen Raster oder kombiniert in mehreren Rastern erfasst wird. Dadurch schien das Signal für MDA je nach Aufzeichnungsraster zu unterschiedlichen ECUs zu gehören, was das Mapping erschwert hat. Diesen speziellen Fall fängt MDA nun ab und behandelt den ECU-Eintrag Inca wie einen Platzhalter, sodass das Mapping wieder möglich wird. Auf dieser Folie sehen Sie noch eine Erweiterung der mit MDA ausgelieferten Berechnungsfunktionen. Darüber hinaus wurde auch die Zuweisung der Ausgabegrößen zu Instrumenten erleichtert. Nach dem Speichern der Funktionsinstanz können Sie sowohl die Ausgabegrößen als auch die Funktionsinstanz selbst per Drag-and-Drop in ein Instrument einfügen. Dies erspart die aufwendigere Auswahl über den Variablen-Explorer. Zum Schluss noch der Blick auf die vollständige Liste aller Neuerungen der MDA-Version 8.7.1. Nähere Einzelheiten können Sie dem What's New Foliensatz entnehmen. Diesen sowie weiteres Informationsmaterial finden Sie im MDA 8 selbst als auch auf der ETAS Homepage. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse am MDA 8.